Nächster Redner ist der Kollege Oliver Luksic für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, 2010 wird als das Jahr der Prüfung unserer Gemeinschaftswährung in die Geschichte der Europäischen Union eingehen. Nach den schwierigen Entscheidungen über Griechenlandhilfe und den Rettungsschirm müssen wir jetzt über die Hilfen für Irland entscheiden. Aber wir müssen uns vor allem zu den Eckpunkten des robusten Krisenmechanismus nach 2013 positionieren. Das ist die zentrale Frage, damit der Teufelskreis von Krisen- und Rettungspaketen endlich durchbrochen werden kann. Irlandhilfen sind notwendig, um den Euro zu schützen. Die nun beschlossenen Grundzüge des künftigen Mechanismus sind ein guter Kompromiss. Die Bundesregierung hat hier in Brüssel das realpolitische Maximum herausgeholt. Irland hat als erstes Land Hilfen aus dem Schirm beantragt, wird diese zu Recht erhalten. Es zeigt sich im Fall Irland, dass die Konzeption des Rettungsschirms, also einerseits Wahrung der strikten Konditionalität der Hilfen und aktive Einbindung des IWF, richtig war und ist. Und die Bedingungen des Hilfspakets sind ja drei Elemente, sind auch richtig: die Reform des Bankensektors, die Stabilisierung des irischen Haushalts sowie wachstumsorientierte Strukturreformen. Das sind strenge Bedingungen. Das ist innenpolitisch in Irland schwierig umzusetzen. Wir sind aber fest davon überzeugt, dass es nur so Hilfe zur Selbsthilfe gibt. Und deswegen will ich auch betonen, wie der Kollege Bartl es getan hat, Griechenland und Irland sind verschiedene Fälle, können nicht in einen Topf geworfen werden. Irland hat eben ein temporäres Finanzierungsproblem aufgrund der Bankenkrise. Und deswegen muss geholfen werden, hier die Spekulation zu stoppen. Und wichtig ist, weil das im Antrag der Linken eben falsch rüberkommt, eine zwingende Beteiligung der Gläubiger jetzt im derzeitigen Mechanismus ist ja gar nicht vorgesehen. Sie ist für Irland weder rechtlich möglich noch politisch und ökonomisch sinnvoll. Solidarität ist für Sie leider ein Fremdwort. Sie lassen Irland alleine. Ihr Antrag ist leider ein reiner Showantrag. Ich begrüße es ausdrücklich, dass SPD und Grüne sich in ihren Anträgen jetzt für Hilfen für Irland aussprechen. Sie zeigen damit europapolitische Verantwortung, die sie bei den Abstimmungen vorher zu Griechenland bzw. Euroschirm eben nicht an den Tag gelegt haben. Ihre jetzige Zustimmung zeigt, dass sie damals falsch entschieden haben, aber es ist ja gut, dass sie diesen Fehler jetzt korrigieren. Sie reden ja immer von europäischer Solidarität. Gut, dass sie ihren Worten jetzt auch Taten folgen lassen. Für die Zukunft müssen jetzt neue Lösungen gefunden werden, um den Euro langfristig zu stabilisieren. Und Kollege Schneider, Sie haben eben von den Märkten gesprochen. Das eigentliche Problem war ja, dass die Regeln, die wir haben in Europa, aufgeweicht wurden, aufgeweicht durch Rot-Grün, indem der blaue Brief damals verhindert wurde und ein falsches Zeichen gesetzt wurde, dass jeder ungestraft Schulden machen kann. Wir brauchen jetzt harte Regeln für einen harten Euro. Die Bundesregierung hat in schwierigen Verhandlungen die richtigen Weichen für den zukünftigen Mechanismus gestellt. Der neue Mechanismus wird den derzeitigen Rettungsschirm vollständig ablösen, sowohl was die bilateralen Hilfen angeht, als auch das Gemeinschaftsinstrument. Und es ist eben ein besonderer Erfolg der Bundesregierung, dass wir im Gegensatz zu dem, was Sie wollen, die Vergemeinschaftung des Zinsrisikos in Form von Euroanleihen abgewendet haben. Das wäre die Transferunion, und das ist der Unterschied zwischen uns und zwischen Ihnen. Steht in Ihrem Programm. Stattdessen muss auch beim neuen Mechanismus Einstimmigkeit geben. Das ist gut. Nichts kann gegen Deutschland beschlossen werden. Die Bundesregierung hat hier im Interesse Deutschland und eines stabilen Euros die richtigen Akzente gesetzt. Und der wichtigste Punkt, Herr Schneider, den Sie weggelassen haben, ist eben die Einführung von Umschuldungsklauseln, den Collective Action Clauses ab 2013.
Und wer hätte denn das vor einem halben Jahr gedacht, dass wir das hinbekommen? Und das Thema der Beteiligung privater Gläubiger ist eben nicht in der Schublade verschwunden, obwohl viele Mitgliedstaaten dagegen waren. Es Widerstand gab auch aus Kommission und EZB. Und deswegen ist das ein großer Erfolg, dass Sie in kleinen Reden ist in Ordnung, dennoch ein großer Erfolg, dass wir die Beteiligung privater Gläubiger jetzt durchsetzen. Nun muss Sorge dafür getragen werden, dass sich dass das auch in der Praxis so passiert. Deswegen ist wichtig, dass wir die Hürden der politischen Manipulierbarkeit höher legen, damit der Rettungsschirm nicht zur Geldpumpe wird. Beim präventiven Arm müssen wir eine weitgehende Automatisierung bei Sanktionen hinbekommen. Bei der Gläubigerbeteiligung ist eben wichtig die Schuldentragfähigkeitsanalyse von Kommission, EZB und IWF. Hier brauchen wir ein Stück Entpolitisierung. Da sind wir auf einem guten Weg. Nur so wird nämlich sichergestellt, dass die Unterstützung durch die Staatengemeinschaft erst nach den Anstrengungen des Schuldnerlandes kommt und der Beteiligung der Gläubiger wirklich dann auch das letzte Mittel darstellt. Klar muss auch sein, der zukünftige Schirm darf nicht zu groß werden. Das wäre ein falsches Signal. Das heißt, es wird jetzt noch viel Präzisierung geben in den Beratungen im Rat und der Eurogruppe. Das erfordert europapolitischen Mut. Den hat die FDP, den hat die christlich-liberale Koalition. Wir stärken mit unserem Antrag der Bundesregierung den Rücken für den guten und richtigen Kurs in Brüssel. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.